Und damit Hallöchen und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Es geht weiter auf dem PvE-Server und heute mal solo. Ganz alleine. Nee, ich denke, es macht auch mal wieder Spaß, eine kleine Folge solo zu machen. Und so ganz allein bin ich ja nicht. Ich habe hier ein paar treu doofe Blicke, die mich ewig verfolgen. Und ja, ihr seht's. Ich habe im Offscreen mir ein kleines Paraceratarium gesucht. Mini-Trampel habe ich es genannt, war Level 8. Ist nach dem 10 Level 11 geworden, einfach damit ich ein bisschen was zum Tragen dabei habe. Dieser Blick zum Verlieben. Ja. Ach ja. Das schauen wir uns jetzt 30 Minuten an. Nein. So, hier unten ist unser Bauplatz. Da oben, da in diese Richtung. Ne? Da, so in diese Richtung. Hinter dem Felsen liegt unsere Basis. Der Xar ist hier fleißig am Machen. Das hatte ich eigentlich gedacht, dass ich demnächst hier die Brücke bauen darf, aber jetzt nimmt Xamir quasi ab die Arbeit. Der scheint da dran zu sein. Insofern haben wir bald eine Brücke über den Fluss. Hier habe ich mir überlegt, können wir schon mal ein Tor errichten. Dann haben wir schon mal so eine kleine Bastion, bevor es dann hier runter geht zu unserem Bauplätzchen. Also es wird jeder hier so eine kleine Hütte bauen. Ich glaube, es ist Smite und Riley. Ja, wie oft sage ich das? Reit und... Was? Moment, irgendwie fehlt mir. Wo ist Gudrun? Wo ist Gudrun? Wo hat sich Gudrun hier ver? Nicht, dass jetzt Gudrun was passiert. Gudrun war doch gerade noch bei uns. Ist sie da runter? Am Ende ist Gudrun da runter. Da ist Gudrun. Oh mein Gott, Gudrun. Ich rette dich, ich komme. Gudrun. Nein, Gundula heißt es außerdem. Ich komme da nicht hin. Scheiße, nein! Gundula! Nein, die ist da runtergefallen, das ist nicht zu glauben. Scheißdreck! Meine gute Gundula, das kann ja wohl nicht wahr sein, die ist da runtergeplumpst. Oh, das fängt ja an, diese Folge. Nein, ich muss unbedingt aufpassen, dass die Gundula... Dass hier nicht weitere Dinos runterfallen. Zum Glück habe ich... Verdammte Hacke. Zum Glück habe ich jetzt mein Paraceratarium. Das war... Die Gundula war ja mein Lastentier bisher. Pisst euch, ihr Fliegen. Die haben eh schon meine Gundula gegessen. Oh, verdammt, noch eins. Gundula ist alles, was von dir übrig ist. Gundula. Wir haben dich geliebt. Jetzt bin ich überladen. Bären haben wir genug. Notfalls hauen wir uns die gerade rein. Kann ich dann laufen? Nein? Okay, wie viel Gewicht haben wir? 195 Kilo. Du bist nicht rein, in der Lage, mal ein bisschen zu mir zu kommen. Kleiner Raptor. Pass mal auf, du kriegst jetzt ein bisschen was. Scheiße. Auch meine Gudrun. Nee, Gundula. Meine Gundula. Gundula. Wir werden eine neue zähmen. Eine neue. Oh, die war Level 100. Also mittlerweile Level. Oh, Kano. Ah. Na ja, ihr seht, hier sind noch alle unterwegs und so weiter und so fort. Die sind alle noch da, aber. Wir werden weinen. Wir werden 3 Tage Trauer ansetzen hier auf diesem Server. Ach ja. Fällt die da einfach runter? Das ist aber auch blöd. Warum sind die da runtergepurzelt? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin doch hier nur runtergelaufen. Da kann die doch gar nicht da rechts da runter eigentlich. Oder war das noch von hier oben? Oder ist die aus dem Fluss heraus nicht gekommen? Doch, das war ja eigentlich die Stand. Da.
Leute, ich habe da ein Problem. Scheiße, ey. Alter, warum? Habe ich nicht verdient hier. Verdammt, diese scheiß Krokus. Das ist aber auch. War da was drin? Oh, ein bisschen was. So. Mistvieh. Leide. Leide. Wir werden uns hier noch Krokus zähmen. Da bin ich ganz sicher. Die werden hier zur Verteidigung dann eingesetzt werden. Hast du einiges? Du hast auch einiges rausgelootet. Deshalb warst du jetzt auch wieder mal voll. Okay, ich werde ein bisschen was umladen müssen. Wo ist jetzt mein Parazer? Da oben. Komm her. Toll. Das hört voll gut. Das ist gerade eingeschlafen. Was ist los? Ich habe auch nichts mitbekommen. Was war denn los? Auf einmal warst du weg. Doofes Tier. So. Ja. Arg mit Koja. Es kann nur chaotisch werden. Gut, wir haben das Zeug drin. Wir machen jetzt auch den Raptor da rein. Also zumindest das, was er hier hat. Oh mein Arme. Ach Mann. Nur der Sattel ist übrig. Wir werden sie immer in Erinnerung wahren. So. Dann noch die Steine da rein. Gut, ihr seht, das hat schon ordentlich Zeug dabei, das Paracer. Dann werden wir da jetzt mal unten schauen, was wir bauen können. Verdammt, das ärgert mich jetzt echt. Das war so überflüssig wie nichts anderes, dass die gestorben ist. Aber ich verstehe es nicht. Die war da, wo das Paracer ungefähr jetzt stand. Ich bin hier runtergelaufen. Warum ist die da runtergeplumpst? Was macht die Frau? Einfach so. Auch noch ein Weibchen. Die hat schon einige Eier auch besorgt. Ach, Mann. Ah ja, gibt's halt wieder eins. So, Wooden Foundations. Ich baue jetzt erstmal Wooden Foundations, Die Steindinger sind mir jetzt ehrlich gesagt zu teuer noch. Das ersetzen wir dann später mal. Ich will jetzt erstmal hier schauen, dass wir ein Heim haben. Und so ein bisschen uns hier sicher fühlen können. So, das war's schon. Super. Ihr seht, ich habe hier so vor, ein bisschen im L zu bauen. Hier vorne wird es so eine Art Garten geben, hoffe ich mal später. Das ist so meine Idee, hier so ein bisschen Garten. Hier vorne würde ich gerne, also hier hört das Haus auf, aber hier vorne fängt dann so eine Art Veranda an. Vielleicht baue ich das Haus auch noch eine Reihe weiter vor, weiß ich gerade noch nicht. Ne, hier schwebt es schon. Ich glaube, dann baue ich das Haus nicht vor. Hier kommt eine große Veranda hin, werde ich vielleicht auch überdachen, so dass wir hier dann wunderschön sitzen und genießen können. Verdammt nochmal. Und dann werde ich von hier oben immer schön mit einer Shotgun sitzen. Ja, wie so ein texanischer Farmer, der mit seiner Pistole oder Shotgun oder weiß der was auf seiner Farm sitzt und alles abballert, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, Alaytoc baut da drüben irgendwo und ich glaube Smiley und Reit, da war ich vorhin übrigens am mich verhaspeln bei den Namen, bevor meine Gute gestorben ist. Ne? Die bauen, glaube ich, da drüben. Also so quasi gegenüber von uns, so ein bisschen so schräg gegenüber. Und was das da wird, weiß ich ehrlich gesagt. Die sieht aus wie ein Tor. Wir werden es sehen. Also hier sind alle, wie ihr seht, fleißig. Vor allen Dingen haben sie mir fleißig den Wald weggeholzt. Hier war doch Wald, oder nicht? Ich könnte schwören, hier war direkt Wald. Ach ja, das ist Alays Zähmturm, glaube ich. Der hat hier einen Zähmturm hinbauen wollen. Wir bauen jetzt also mal ein bisschen von dem Zeug ab. Zeug. Ne? Du kommst mal bei und Speedy kommt auch bei. Damit wir ein bisschen Verteidigung haben zur Not. Hätte ich den jetzt nicht gehabt, wäre alles für die Füße gewesen. Da wäre ich da unten bestimmt im Wasser auch umgekommen. Ja, hier hoppt auch ein Paracer herum. Allerdings habe ich mir gedacht. Nee, habe ich mir gedacht. Ne? Das ist nämlich größer als das, was ich mir gezähmt habe. Super, toll. Ist die Axt auch gleich kaputt. Habe ich das jetzt nicht gezählt, sonst hätte das so lange gedauert. Das Achter reicht auch aus. Hat jetzt auch über 500 Kilo, glaube ich, was es tragen kann. Das reicht für so eine Bauschicht aus. Und vor allen Dingen kriegt man nicht gleich das Heulen, wenn es denn doch mal sterben sollte. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal schnell zum Wasser. Da war so ein Stein im Weg. Es wird sowas von Zeit für Metallwerkzeuge, sage ich euch. So. Wir trinken einmal und füllen einmal. Auf der 8 habe ich es. So.
Wir waren ja noch auf Hallo. Und dann hauen wir uns Holz rein. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall massig. Und ich hoffe, dass ich auch bald noch ein Level kriege. Ich habe nämlich die Stone Window Frames, also die Fensterchen in den Steinwänden, noch nicht gelernt. Denn die Wände zumindest oder das Bauwerk als solches würde ich ganz gern schon aus Stein bauen, wenn man schon, ne? Also, muss schon. Vielleicht baue ich es am Anfang noch nicht ganz so groß, wie ich die Foundations ausbreite. Ich denke, ich werde eine größere Fläche mir vorbereiten, als ich am Ende bebaue erstmal. Aber Hauptsache, ich habe... Ich habe eher... Sliding! Hauptsache, ich habe erstmal eine Butze, wo ich drin hausen kann. Und kann da schon mal was reinstellen und vor allen Dingen halbwegs in Sicherheit sein. Darauf kommt es mir erstmal an. So, das tun wir da weitestgehend rein, das Zeug. Ich habe Zeug gesagt, nicht Zeug. Ich mache Fortschritte. So, und du hängst bitte nicht fest. Sonst muss ich leider schreien. Das will keiner. Stein nehmen wir auch mit, wenn wir auch noch einiges brauchen. Wenn wir da schon dran vorbeilaufen, kommt alles mit. Und Parasaurier gibt es hier echt in Massen. Wir könnten uns auch einen neuen zähmen. Guck mal. Smiley holt sich einen Pupser. Also wie gesagt, alle super aktiv hier. Ich bin echt gespannt, was in den nächsten Tagen hier aus dem Boden gestampft wird. Was haben wir da? 76 hat das nämlich. Eigentlich ein schönes Tier, aber es war mir jetzt einfach zu lang. Dass das gebraucht hätte, bis ich es gezähmt hätte. Und von daher. Schauen wir mal. Ja, hier ist der formschöne Zähmturm von Alai. 1, 2, 3, ja, 4 hoch. Ich hoffe, er hat gute Dienste erwiesen. Schauen wir mal. Ja, unten ist ein bisschen was gegengerumpelt. Das heißt also, es hat wohl funktioniert. Oh, da ist ein Affe. Den können wir erst mit 35 oder 30 zähmen. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich ihm nicht unbedingt zu nahe komme. Aber mit den beiden hier im Gepäck fühle ich mich halbwegs sicher. Muss ich zugeben. So, gleich ist die Axt schon wieder hinüber. Oder ich. Ach ja. Na? Was ist los? No. Schauen wir uns mal den Schlafzimmerblick. Hier sind meine Lieblinge. Nicht die Dodos werden die Weltherrschaft erlangen, sondern die. Die sitzen das nämlich einfach aus, wenn es irgendwann mal Krieg gibt. Die gucken einfach zu und denken sich, macht ihr mal. Und am Ende bleiben nur Paracers übrig. Gut ausgeruht allerdings. So. Noch ein Bäumchen. Muss ich mal gucken. Also ich denke, so eine Reihe würde ich schon noch gerne dran setzen. Das müssten um die 6 oder 7 Foundations sein. Das heißt, da brauche ich Holz. Ja, okay. Wir werden in dieser Folge wahrscheinlich den ganzen Wald hier abroden. Brauche ich Holz in Massen. Aber wie gesagt, brauchen wir ja auch noch... Hey, wenn ich jetzt eh außer Atem bin und voll, dann kann ich auch ein bisschen bauen. Schauen wir mal. So, gib mal her die 7 Sachen. Wo sind sie? Oh. Nicht dein Ernst? War das alles an Holz? Yay. Voll viel. Wow. Bin begeistert. Kann ich mal mehr eine Foundation bauen wahrscheinlich, oder? Noch eine Wooden Foundation. Oh, 2 sogar. Und die... Also hatte ich doch noch irgendwo Holz. War ich jetzt blind? Ich vermute es. Egal. Hauptsache, wir haben es so, dass Paracer hat schon. Und da machen wir mal hier bei Gewicht noch ein bisschen was drauf. Denn das wird es am meisten benötigen. Und die Wooden Foundations machen wir wieder rein. Gut, dass ich die Metallpacke mit hatte. Fällt mir dabei jetzt am Rande auf. Sonst hätte ich da an dem Sarko eben ganz schön dran rumgepickt. Aber ich muss mir unbedingt eine Metallaxt machen. Können wir das nicht schon? Also lernen zumindest. Theoretisch, wenn ich Punkte hätte. Dumpti-dumpti-dumm. Nee, das dauert noch, ne? Da kommt's erst. Ah, Level 25. Level 22 sind wir. Okay, wir werden noch ein bisschen verzweifeln dürfen, bis das soweit ist.
mein Baum. Ist mein Baum. Mach dich ab. Mach dich ab, da. Schneller Snack, da. Ich glaub's ja ohne. Das sind meine Bäume. Das sind meine Bäume hier. Ich muss mich jetzt beeilen, dass ich die Bäume kriege hier. Das ist ja so Frechheit hier. Wildert ihr in meinem Wald rum, da. Das werde ich melden. Das werde ich der höchsten Forstaufsicht melden. Das sage ich dir. So. Wisst ihr was? Wir machen das Ganze noch ein bisschen besser. Gut, dass das immer übersichtlich ist. Wooden Foundation, die machen wir auf die 0. Und dann sehen wir hoffentlich immer, wenn wir eine bauen. Boah, die halten ja überhaupt nichts mehr. Wie viel haben wir noch an Thatch und Fiber? Das ist nämlich auch nicht mehr so viel. Kacke. Aber Thatch haben wir ganz viel in der Hütte. In unserem Hauptlager sozusagen. Ja, das war jetzt dann die letzte Portion Thatch, die ich habe. Muss ich gleich mal zurückgehen und ein paar Stacks holen. Lasse ich das Paracerber bei meiner Bude stehen. Bei meiner zukünftigen. Und dann gehen wir schon mal so langsam wenigstens in die obere Richtung. Oh, das sieht einfach schön aus hier. Kann mir ja nicht helfen. Auch da oben. Da wo diese Bambusstangen stehen. Auch da könnte man schön bauen. Auch sehr nett. Oh, und ein kleiner Affe. Na, du kleiner Affe. Du bist mir zu klein, um ehrlich zu sein. Und hier spawnen wenigstens auch noch die Bäume nach. Dann haben wir es nicht mehr ganz so weit in Zukunft, hoffentlich. Da dreht man sich wirklich nur mal kurz um. Ich bin mir relativ sicher, vorhin hier hätte der Wald angefangen. Oder da, oder... Der war nicht so weit weg. Dreht man sich nur mal kurz um und wenigstens ist der Wald verschwunden. Tschüss. Das war bestimmt dieser Wilderer da gerade. So, dann machen wir mal kurz Unfollow und schauen uns mal die Sache an. Ja, also das ist noch nicht groß genug. Da bin ich noch nicht zufrieden. Dann machen wir hier noch. Kommt man da noch vorbei? Ja, man muss ja auch noch mit den Dinos hier durch, nicht? Aber so eine Reihe hätte ich schon gern noch. Notfalls machen wir das später oben. Dass wir da oben die Dino-Trasse machen. Die Autobahn sozusagen. Wir bauen hier ringsrum eine Autobahn. Aber so eine Reihe will ich noch hier dran. Es tut mir leid. Also müssen wir mal schauen, wie man da mit Dinos dann noch langkommt. Ansonsten ist mir die Bude einfach zu klein. Also das, ne? Ja, und hier nach vorne machen wir auch noch mindestens 2, würde ich sagen. Ja, was heißt mindestens? Machen wir noch 2 dran. Und erweitern können wir es ja immer. So viel steht ja schon mal fest. Das wird es auch noch 1000 Mal geben, die Erweiterung. So. Hat die gebaut? Ja, so wirklich... Ja. Man könnte schon, wenn man will, da dran vorbei. Mit den kleinen Dinos halt. Aber die Fläche brauche ich. Die Fläche brauche ich. Man muss sich ja so ein bisschen ausleben, nicht? Also, oh, schon wieder Durst. Das ist eine Hitze hier, das ist unglaublich. Huch! Hier fliegen Steine! Pass doch auf, das hätte mich treffen können und mein Haus. So. Ich bin überladen. Das fließt nicht schnell genug. Moment. Da macht Speedy nicht unbedingt seinem Namen alle Ehre gerade. So. Machen wir das mal derartig und dann müsste es jetzt eigentlich gehen. Speedy. Hui. Ja, so eine Brücke ist praktisch. Wie gesagt, die hatte ich eigentlich schon als mein Projekt gesehen. Aber wenn es Xar macht, bin ich da nicht unbedingt böse, weil Brückenbau im Fluss, ich glaube, das gehört nicht zu meinen größten Hobbys. Batsch. Zack, 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 zack. Da bin ich mal so ganz frech, weil ich glaube, wir haben noch einen ganzen Schrank. Da müsst ihr was. Zack, zack. So, da haben wir genug von dem Krams. Wie sieht's aus mit Holz? Bin ich auch mal so frech und gucke, aber das werden wir wahrscheinlich gerade alle brauchen. Ja, da will ich jetzt nicht das letzte bisschen rausnehmen. So, mal schauen, ob Speedy noch uns tragen kann mit dem ganzen Zeug drin. Das geht. Ah, den Baum lassen wir mal stehen. So. Und ein beherzter Sprung. Bah, passt.
Markraptoren, habe ich das schon mal gesagt? Ja, hier muss ich auf jeden Fall noch lang bauen, hier hinten hin. Das geht ja sonst mal gar nicht. So, zack, 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 zack. Und das Fleisch, das machen wir aber beim Speedy rein. Als hätte der nicht schon genug. Die Häute machen wir hier rein. Und dann würde ich jetzt sagen... Ah, das ist so schwierig. Ne, wir müssen noch ein paar Foundations machen. Das Lager soll hier hinten hin, ins Eck. Also wir machen hier noch zwei Foundations locker dran. Und das geht mindestens bis dahin, wo Speedy ist. Dann hier vorne rum, da wo der Fuß ist. Und dann hier wieder rüber. Und dann in diesem Eck, glaube ich, mache ich so ein kleines Lager mit Gedönsel. Und hier vorne wollen wir ja den Garten machen. Insofern baue ich jetzt noch keine Kisten auf, auch wenn ich sie dabei hätte. Wir machen uns aber wieder rüber Richtung Wald, der immer weiter zurückwandert. Bald haben wir keinen Wald mehr. Was? Affe. Aha, der hat auch gemerkt, dass wir weggegangen sind. Da war doch gerade noch jemand. Moment, ich komme. Nicht so schnell. Bist du überladen? Weißt du, dass die langsam sind oder so? Oh, scheiße. Oh, ein 76er. Ein wenig schade drum, muss ich zugeben, aber... Was willst du machen? Ach, ess ihn doch auf. Mann. Die Macke haben sie irgendwie wieder in letzter Zeit. Das war doch mal behoben eigentlich. Was tut denn hier? Hier wohne ich. Ich glaube, den... Seit wann hauen die ab? Hä? Oh. Jetzt nicht mehr. Mach du auch mal was für dein Geld. So. Mach mal den Drecksack. Meine Herren. So, ist da was drin? Nee, schade. So, dann haben wir aber... Ah, hat sich voll gelohnt. Dann haben wir jetzt aber Ruhe vor dem. Das ist schon mal gar nicht so schlecht und wirklich wehgetan hat es nicht. Was hast du für ein Level? 40, das wird schon anders ausgehen. Kann doch nicht hier mit den Affen, ach egal. Muss gehen. Mitten von Affen, ich bin's doch gewohnt. So. Also dann, her mit dem Holz. Und dann bauen wir gleich noch, jetzt habe ich es wieder vergessen, warte mal vorne nochmal zwei, viele, das sind nur allein schon 6 Foundations und dann da nochmal 3, ich glaube 9 Foundations brauchen wir da noch. Das wird übel. Das wird sehr übel. Ich habe mir auch überlegt, ob ich da vielleicht, weil der Ausblick ja so schön ist, am Ende beim Häuschen auch noch so ein Türmchen baue. Da bin ich so ein bisschen am... drüber nachdenken. Wir haben ja auch die... Ach komm, das geht noch, bevor ich umkippe. Wir haben ja auch die... diese Stairs, diese Mod drin, womit man runde Treppen bauen kann. Und ich denke mal, dass das ganz gut käme. Nur 2. Ich hoffe, jetzt fehlt nicht gleich Fiber. Ne, das hält noch ein bisschen. Ich denke, dass das ganz gut käme. Level up. Das ist das, was ich gebraucht habe. Das ist sehr, sehr gut sogar. Machen wir dann gleich. Ich hoffe, dann kann ich jetzt die Wände lernen. Alles auf Gewicht. Jetzt fürs Bauen brauchen wir das. Notfalls level ich irgendwann mal um. So, kann ich jetzt die Fenster machen? Ich habe noch so vieles, was ich gerne lernen würde. Es ist so, ich würde auch gerne die Hide Gloves, die
halt Boots und so weiter alles haben, dass ich eine Rüstung selbst bauen kann. Aber momentan verteilen wir das ja zum Glück noch. Auch hier das Stone Dinosaur Gateway, das würde ich auch sehr gerne haben. Reinforced Wooden Door brauche ich zwingend. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo sind... Ach, da ist erst Stone Window. Wooden Window Frame. Das brauche ich auf jeden Fall, bevor ich das unten lernen kann. Also muss ich das schon mal nehmen. Dann nehmen wir Slopped Stone Roof. Reinforced Wooden Door. Ja. Yay! Das ist ja super. Dann kann ich jetzt bis Level 25 warten, bis ich das Stone Window... Wir hätten aus Holz bauen sollen, so im Nachhinein. Naja. Ich genieße das ja mit der neuen Grafik, muss ich ganz ehrlich sagen. Habt ihr ja, glaube ich, auch schon in den Kommentaren geschrieben. Es ist ein meilenweiter Unterschied dann doch zu vorher. Obwohl ich zuvor jetzt nicht sagen würde, dass die Grafik schlecht war. Aber schaut mal, wie hier das Licht gerade reinfällt. Ah, ist schon schön. Ja, auch wenn es so komisch da rumzuckt, aber ist schon schön. Ja, ich habe mir nur eine GeForce GTX 69 gegönnt. Für mehr hat das Budget jetzt nicht gereicht. Allerdings ist das eine zweifach overclocked, also übertaktete. Das macht schon ein bisschen was. Also die ist durchaus sehr tauglich. Und bin damit recht zufrieden. Zumal mein ganzes restliches System jetzt nicht unbedingt absolut High-End ist. Dann hätte ich da eine mega Grafikkarte am End drin gehabt und dann ist der Flaschenhals so anders. Also ich denke, die passt so zum Rest. Das ist noch ein i5, der hier tackert. i5-70, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und 16 gibt die da noch schnurren. Naja, und das Ganze wird dann, denke ich mal, irgendwann gänzlich rund erneuert, aber bis dahin dürfte noch der ein oder andere Monat ins Land gehen. Insofern hat die Investition sich rentiert. Und beschert uns hier und in den anderen Games dann doch einiges an besserer Grafik. Auch bei Fallout 4 habe ich hochdrehen können, wo ich da den Unterschied bei weitem natürlich nicht so bemerkt habe. Da war ich vorher schon auf recht hoher Einstellung. Den Unterschied nicht so bemerkt habe wie jetzt hier. Aber gerade so mit diesen Lichteffekten und auch die Fernsicht, die Details, wie weit die reichen. Man sieht da hinten selbst immer noch die Pflanzen. Oben den Bambus. Das ist schon schön. Na, Pupser? Level 12? Du wirst mal mein Pupser, da bin ich sicher. Nur nicht heute. So, schauen wir mal weiter. Schade, dass ich noch keinen Sattel habe fürs Parazell. Dann hätte ich hier mal ordentlich die Büsche abfahren können. Ne? Und gerade alles. So. Was fehlt? Noch Holz. Huch. Da wollen wir nicht hin. Und gleich die nächste Axt. Mann. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich verbrauche mehr Holz für den Axtbau, als dass ich ernte. Und Pong. Ne, jetzt. Ja, ja. Und dann können wir hier mal wieder entladen. Noch eine Foundation. Wie viel haben wir denn jetzt? 4 Stück. Das ist zäh. Das ist sehr, sehr zäh. Mortar und Pestle muss ich mir auch noch irgendwann bauen. Ja, das ist viel zu tun, wenn man so neu anfängt. Das muss ich ja zugeben. So, wir machen mal kurz Gamma 3. Das ist ein bisschen angenehmer für euch. So ein paar Minuten machen wir hier noch und hauen hoffentlich noch 2, 3 Foundations raus. Die wir dann da unten aufbauen können. Und dann vielleicht schaffe ich es in dieser Folge noch das Lager anzufangen. Dass wir uns dort unten schon mal ein bisschen einrichten. Und das ist, wie gesagt, ja der PvE-Server. Das heißt also, hier ist wenig mit PvP. Aber wir haben uns natürlich überlegt, wie wir dann trotzdem ein bisschen Spannung und Abwechslung reinkriegen. Vor allen Dingen auch mal ein paar Dinos dezimiert und nicht immer nur neue zähmt und anhäuft. Und insofern wird es PvP-Events geben. Das heißt also, wir werden wieder eine große Arena errichten. Die werden wir vermutlich dann errichten, wenn es dieses Bündnissystem gibt. Also dass Tribes hier im Spiel Bündnisse schließen können und gemeinsam irgendwie Aktivitäten machen können. Das wäre dann nämlich relativ sinnvoll dafür. Und dann werden wir versuchen, an einem schönen Ort eine schöne Arena zu bauen. Eine große vor allen Dingen.
und dort die ein oder anderen Events steigen zu lassen, wie wir es jetzt schon hatten auf dem alten Server zuletzt. Aber auch mit neuen Ideen, da haben wir noch so einiges gesammelt. Da will ich jetzt aber nichts spoilern. Wir haben so ein paar coole Ideen. Falls ihr welche habt, immer gerne in den Kommentaren gesehen. Und gut, ich bin gerade außer Atem, dann werde ich das mal eben nutzen, die Pause. Was fehlt Wut? Okay. Na gut, dann tun wir wenigstens den Stein rein. Ja, also wie gesagt, da werden wir uns einiges einfallen lassen. Auch nicht nur in der Arena, auch außerhalb der Arena wird es da ein paar Events geben, die auch mal PvP beinhalten, aber nicht nur. Und denke, das macht es dann durchaus auch interessant hier dann. Ansonsten ist relativ viel... Befrei dich gleich, ich befreie dich. Bin dein Held. Aber ansonsten ist ja natürlich viel mit Bauen. Es ist ein PvE-Server. Das heißt also, hier wird... Ja, hier wird der Crafter unterwegs sein. Und ehrlich gesagt, habe ich da schon mega Bock drauf. Hier flogen die Steine. Das war wahrscheinlich noch von mir. Ist also im Vergleich zum PvP-Server, den wir ja auch haben, das ist die ist Valhalla Kingdom, wird das hier dann ein bisschen gemütlicher abgehen. Aber ich denke, so teilt sich das dann ganz gut auf. Selbstverständlich müssen wir auch auf dem PvP-Server, auch auf der Valhalla-Map bauen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, da werden wir sogar mächtig bauen müssen. Aber da wird vielleicht auch einiges davon im Offscreen stattfinden. Während ich euch hier dann doch einfach mitnehmen möchte beim Entstehen unseres... YouTuber-Dorfs zum einen und zum anderen werden wir auch wieder die anderen Tribes dann noch besuchen. Und auch dort mal vorbeischauen, was die dann so aus dem Boden gestampft haben. So, hier nochmal eine Foundation. Achso, ich könnte übrigens, genau, mal auffüllen. Und gleich bin ich wieder außer Atem. Brauchen wir noch jede Menge Wood. Nutzen wir das wieder, schmeißen rein und haben 5. Ja, mit 6 Foundation. Mit 6. Ich hätte die ich vorhin gebaut habe, nicht da vorne in die Ecke setzen sollen, sondern hinten. Hätte man das Lager schon mal bauen können. So. Wenn wir jetzt bei 6 Foundations, also wenn wir mal 8 schaffen, wenigstens wäre das schon nicht so schlecht. Die Bäume wieder alle weg. Ne, da vorne sind neue gespawnt. Siehst du, ich wusste doch, hier war Wald. Der war nicht so weit weg. Es respawnt so nach und nach. Ich glaube, ja, wobei der Zehmturm, der da jetzt steht, den kann man ja schon erstmal lassen. Ich war gerade am überlegen, ob ich den wegrupfe. Aber andererseits, erstens weiß ich nicht, ob alle ihn noch brauchen. Und zweitens ist es ja nun mal so, dass wir eventuell hier nochmal was Größeres zähmen könnten. Kommt ihr? Oh, es hat sogar gemerkt, dass ich weg bin. Ist nur immer langsamer, glaube ich. Schlechte Sicht, ich weiß, aber kann ich gerade nichts dran ändern. Wir werden dennoch da jetzt kurz bauen. Habe ich noch irgendwas zu essen dabei, außer den Bären? Nix. Oh, schlecht. Müssen wir gleich nur was braten hier. Na du? Level 8. Zugegeben, hätte ich jetzt ein paar mehr Betäubungspfeile, hätte ich einen Pupser. Ach so. So, ihr Lieben. Da werden wir... Lass mal schauen, was wir hier an Holz haben. Noch 12, das reicht... 60 reichen nicht, oder? Ich brauchte... Unten sehe ich es ja, ich brauchte 80. Gut, dann nehmen wir halt erstmal die 5 und schauen mal, wie weit wir hier kommen, dass ich auf jeden Fall mal... Ah, das kriege ich nicht hin. Das reicht nicht. sechs Stück haben wir sogar. Du stehst gut, Speedy. Du stehst richtig gut. Schauen wir mal. 0. So, wie weit müssen wir es bauen? Also eine Reihe will ich da schon noch. Eine Reihe will ich da schon noch dran haben. Auch wenn es dann reicht, glaube ich. Dann ist es lang genug. Und dann könnten wir hier in der Ecke tatsächlich unser Lager errichten jetzt. Ich denke, das ist okay. Hier bauen wir noch 2 hin, da bauen wir noch... Also 3 Foundations brauche ich noch und dann hätte ich diesen Teil schon mal fertig.
Ja. So, und dann bauen wir jetzt hier schon mal eine Ecke hin mit unseren Walls und dann da rein die Schränke. Ich denke, das ist okay. Hier hätten wir Stone Walls. Dann mache ich hier mal 12 Stück. So. Gleich so weit. Gott, dass die mich so derartig überladen. So, ist die richtig rum? Jawohl. So, 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 so. Und natürlich gleich, wenn wir schon mal dabei sind. Zack und zack. Dann haben wir hier das alles soweit schon mal vorbereitet. Und hier in die Ecke stelle ich jetzt meine Schränke hin. Es wird so einen kleinen Lagerraum geben. Nichts Großes. Das Riesenlager ist ja oben. Das ist nur so das, was man bei sich haben möchte. Die Wände wieder rein. So, und dann bauen wir da mal drei Kisten hin. Und dann können wir das Parazer noch entladen. Beziehungsweise mache ich das dann vermutlich im Offscreen. Wir sind ja bald bei 40 Minuten gelandet. Hier ist ja unglaublich. So, noch ein bisschen nach hinten. So. So, denke ich. Und den anderen die Ecke daneben. Schauen, dass er halbwegs gerade ist und weit nach links. Da ist er allerdings dann verdeckt, okay. Naja gut, egal. Machen wir es so und den machen wir dann lieber noch daneben. So. Na komm zu mir. Manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, wann er da hinten in der Wand ist und wann nicht. Ich will da hinten auch keinen allzu weiten Abstand haben. Das ist so mein Problem. So, dann passt das. Sehr schön, stehen gut. Und dann werden wir die hier einrichten. Und die Folge endet quasi, wie sie angefangen hat. Mit einem ähnlich dummen Blick, aber irgendwie... Huch, nein, ich wollte doch, ich habe doch nur die Szene gewechselt. Ja. Gute Nacht, John Boy. Ich finde den so cool. Ja, und wie gesagt, mit diesem schönen Blick, da werde ich mich dann jetzt verabschieden. Bis zur nächsten Folge, dann werden wir hier noch ein bisschen weiterbauen. Bis dahin werde ich vielleicht in Offscreen mal noch die drei Foundations sind es, erfarmt haben. Und dann bauen wir zumindest die Wände, die wir haben, auf. Und warten dann sehnsüchtig auf die Steinfensterrahmen. Ach, jetzt geht schon wieder die Sonne auf. Die Nächte haben wir ein bisschen kürzer gemacht, wie ihr uns schwer merkt. Und sie geht genau über dem Wasserfall auf Leben. Nee, geht nicht. Geht sie auch da hinten, oder? Sie scheint auf jeden Fall den Wasserfall ganz schön. Und was hier auch rumfliegt, sind meine anderen Lieblinge hier. Mal gespannt. Werde ich mir bestimmt auch trotz PvE-Server quasi gönnen. Ja. Und unsere Undula oder unsere... wie hieß sie? Undula? Undula hieß sie, oder? Ja, egal. Wir werden unseren Para in Ehren halten. Was der hier runter ist, der Klippenspringer Parasaurus. Ach ja. Tja, schade. Also den ersten Grabstein werde ich hier schon hinstellen dürfen. Machen wir hier irgendwo schöne Grabsteine. Kleinen Friedhof hier neben dem Haus. Oder machen wir den da oben? Dann könnte man eigentlich auch da oben machen. So den Saurierfriedhof da oben. Ach, ich bekomme schon wieder Ideen. Ich sollte aufhören. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich über einen Daumen nach oben und viele Ideen. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.